Hallo zusammen, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Wie ich das immer in dieser Sendung sage, in der Stunde der Wahrheit geht es um Yeshua Mashiach, unser Herr und unser Elohim. Es geht nur um die Wahrheit. Die Bibel sagt, wenn ihr die Wahrheit erfährt, die Wahrheit wird euch also frei machen. Halleluja. Also, wir wollen die Wahrheit erfahren, die Wahrheit aus dem Wort Yeshua Mashiach. Yeshua, danke für diesen Moment, danke für dein Wort. Danke, Yeshua Mashiach, dass ich von dein Wort predigen darf. Danke, Herr, im Namen Yeshua Mashiach. Amen. So, ich möchte was also mit euch teilen, was ich also von Yeshua Mashiach gelernt habe. Der Herr hat mich was also gegeben und das war, es hat mich also richtig aufgebaut und ich möchte das also mit der Gemeinde, mit seiner Gemeinde teilen. Halleluja. So, gehen wir in, ich möchte von dem Prophet Jeremia etwas also aus dem Buch Jeremia geben. Das ist in, dann gehen wir direkt also in der Bibel. So, wir sind in einer Zeit, wo wir gehen durch viele verschiedene Bedrängnisse, Schwierigkeiten und unser Herr hilft uns immer. Halleluja. Also, ich bin im Buch von Jeremia, das ist im Kapitel 15. Wie schon, also Jeremia war ein Prophet. Jeremia stammt also aus er stammt also aus der Familie von Priester, also ein Leviten. Er war der Sohn von, also sein Vater war ein Priester, also das heißt ein Levit. Und der Jeremia ist einer der Propheten, der, also man liest also ganz am Anfang von Jeremia, dass also im Kapitel 1, dass er also von, also schon als kleines Kind berufen wurde. Der Herr sagte sogar, Jeremia, bevor du geboren wurde, hatte ich dich schon gekannt und ich hatte dich schon berufen. Halleluja. Und Jeremia hat, also sein Leben war geprägt, also von Schwierigkeiten. Er hat also so viel vom Herrn bekommen an das Volk, also Israel, weitergegeben, dass sie, er hatte viel von Buße gepredigt. Buße, also das Volk Israel sollte Buße tun. Buße und umkehren, umkehren zum Herrn, bevor, damit sie nicht vernichtet wurden. Aber es ist nicht so passiert. Also er hat so weiter gepredigt, er wurde, er hat gelitten, er hat Schwierigkeiten gehabt und wurde sogar ins Gefängnis gebracht. Er hat richtig, richtig gelitten. Und das Schlimmste noch, also bei Jeremia, das alles, er hat das also sein Volk, also die Leute, die ihm so wehgetan hatten, sind die Leute, die aus seinem Volk waren. Aber die sind nicht umgekehrt, die sind nicht zum Herrn zurückgekommen und den Herrn sollte also komplett die Stadt, also das Volk Israel, also die ganze Stadt zerstören und dann wurden sie nach Babylon gebracht. Aber lesen wir mal in Kapitel Jeremia Kapitel 15, Jeremia Kapitel 15, ab Vers 15, etwas, was Jeremia mit dem Herrn, also was Jeremia was wir da lernen können. Also in Jeremia Kapitel 15
lesen wir ab Vers 15. Da steht, erkenne, dass ich deinetwegen schwach trage. Fanden sie Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zu Wohne und zu Freude meines Herzens. Also, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr, Gott der Herrscharen. Jeremia spricht also mit dem Herrn. Er sagte, Herr, ich gehe mit dir. Du erkenne, dass ich also deine Worte trage. Ich bin jemand, der mit dir gehe. Also, und deine Worte, und er sagt also hier in Vers 16, dann habe ich sie gegessen. Das heißt also, er hat das Wort des Herrn gegessen. Er hatte das Wort des Herrn angenommen. Sogar also in Kapitel 1, der Herr sagte, ich lege meine Worte in deinem Mund. Also das heißt, diese Jeremia war ein bekennender Prophet, also bekannt, also vom Herrn, berufen vom Herrn. Und in Vers 17 von Kapitel 15 sagt also Jeremia, nie saß ich im Kreis der Scherzenden und war fröhlich. Wegen deiner Hand saß ich allein, weil du mich mit deinem Grimm erfüllt hast. Also Jeremia sagt hier, er saß nicht im Kreise von Spöttern, von Leuten, die gegen das Wort des Herrn waren. Nein, aber er saß allein. Er saß allein. Also er wurde sogar weggestoßen. Also er war ein Mensch von Einsamkeit. Und dann sagt er in Vers 18, warum ist mein Schmerz dauernd da und meine Wunde unheilbar? Er hat so gelitten, dieser Prophet. Das alles wegen des Wortes. Und er sagte, sie will nicht heilen. Ja, du bist für mich wie ein trügerischer Bach, wie Wasser, die nicht zufällig sind. Also das heißt also, wegen dieses Wort, wegen dieser Berufung, alles, was er, also einfach weil er Ja gesagt hatte, dass er das Wort gepredigt hatte, hat er gelitten. Und er sagte, Herr, kommt das von dir? Und in Vers 19, er sagte, kommt das von dir? Er stellt die Frage, Herr, erlebe ich diese ganze Sache, weil ich also mit dir gehe? Ich leide so sehr, weil ich also mit dir gehe? Lieber Geschwister, es gibt Dinge, die wir im Leben, also wir gehen durch, die Leute können das nicht verstehen. Jeremia, dieser große Prophet, dieser Prophet, der vom Herrn direkt also bekommen konnte, der hatte direkt vom Herrn das Wort bekommen. Er sagte sogar, ich habe das Wort gegessen. Das Wort gegessen, er hat das weiter gepredigt, weitergegeben und trotzdem gelitten. Es war so hart, die Leute waren gegen ihn, gegen sein Volk. Es war hart für ihn. Er hat Einsamkeit erlebt, alles wegen dem Herrn. Er hat einfach, weil er Ja gesagt hatte, Ja zum Herrn. Der Herr sagte, bevor du geboren wurde, habe ich dich schon berufen. Ich hatte dich schon als Prophet berufen. Aber guck mal, was dieser Prophet durchgegangen ist. Schau mal, alles, was er gelitten hatte, Wahnsinn, dieser Prophet. Das Leben war hart für Jeremia. Und er kam und hat also mit dem Herrn so gesprochen. Man hätte gedacht, aha, der Herr ist so gütig. Unser Herr ist so gut. Jeremia dachte vielleicht, ja, dass der Herr sagen würde, oh Jeremia, es ist hart, mein Sohn.
Es ist hart, ich weiß, es ist richtig hart. Was soll ich denn tun? Oh, das Leben ist so schwer. Ich muss dich, ich weiß, also du, die Leute sind gegen dich. Du, ich weiß, du hast nichts Böses getan, aber... Ah, aber das ist überhaupt nicht, was der Herr gesagt hatte. Liebe Geschwister, als ich das gelesen hatte, als mein Herr Joshua Mashiach mir diese Verse gegeben hatte und ich war, oh Herr, lesen wir in Vers 19, ich mache das also ganz groß und markiere das sogar. Vers 19. Der Herr sagt, darum so spricht der Herr. Also, nachdem Jeremia so gesprochen hatte, hat der Herr zu ihm gesprochen, zurückgesprochen, hat dann Antwort gegeben. Und der Herr sagt hier, darum so spricht der Herr, wenn du umkehrst, wenn du umkehrst, der Herr spricht zu Jeremia und sagt, wenn du umkehrst, will ich dich umkehren lassen, dass du vor mir stehst. Lieber Geschwister, der Herr sagt nicht, ja, das Leben ist schwer für dich, ja, ich weiß, du leidest, oh, ich will auch mit dir weinen, oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Nicht, dass unser Herr unser Leid also nicht sieht, aber er sagt zu Jeremia, wenn du umkehrst, will ich dich umkehren lassen. Kehrt's um. Diese Gedanken, alles, was du da hast, also dass du auf deine Schmerzen, was du, die Leute sind so mit mir, sie ist so schwer, die sind böse, die Dämonen greifen mich, die Hexen, der Herr sagt, wenn du umkehrst. In 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3, die Bibel sagt uns, dass das ist der Wille des Herrn, das ist der Wille Gottes, das ist der Wille Gottes, die Heiligung. Dass wir in der Heiligung leben. Und hier sagt der Herr, wenn du umkehrst, will ich dich umkehren lassen, dass du vor mir stehst. Wisst ihr noch, als der Prophet Elia sagte, ich bin der Prophet Elia, ich stehe vor dem Herrn. Er war ein Mensch, der immer vor dem Herrn stand. Und dieser Begriff, ich stehe vor dem Herrn, ich diene dem Herrn, ich bin in seinem Angesicht, ich bleibe in seiner Gegenwart, das ist, was der Herr von mir, von uns alle verlangt. Und genau das hat er also von Jeremia verlangt. Er sagte, wenn du umkehrst, weil alle diese Gedanken, die du da hast, alle diese Schmerzen, du denkst an die ganzen Sachen, steht in mein Gegenwart. Ich will, dass du vor mir stehst. Ich will, dass du mir dienst. Lass das. Lass diese ganzen Dinge. Ich will, dass du weiter vor mir stehst. Und es steht weiter hier, und wenn du Edels vorbringst und nicht Gemeines absonders, sollst du wie mein Mund sein. Oh, ja, liebe Geschwister, seht ihr das? Seht ihr, was also der Herr hier, unser Herr Joshua Mashiach, unser Herr Elohim zu Jeremia sagt? Und wenn du edelst, das heißt nobele Sachen, das heißt, wie sagt man das also, nicht gemeine Sachen, du sollst die wertvolle von wertlose trennen, die edels vorbringst und nicht gemeines absonders. Du musst dieser Unterschied erkennen. Du musst also, du sollst die wichtigen Sachen von unwichtigen Sachen trennen. Du musst das also trennen in dein Leben. Du sollst, die Zeit ist gekommen, lieber Geschwister, dass wir die wichtigen von unwichtigen einfach
trennen, die edlen Sachen von unedlen Sachen trennen, lieber Geschwister. Oh, Joshua Mashiach, die wichtigen Dinge, die uns weiter mit dem Herrn bringen, Dinge, die uns also noch näher an dem Herrn bringen, die wichtigen Sachen in unser Leben, das ist also, was den Herrn zu Jeremia sagte. Und wenn du Edels vorbringst und nicht Gemeindes absonders, also das sagt der Herr bringt Jeremia, sagt Jeremia, hallo, mein Sohn, ich weiß ganz genau alles, was da passiert, aber die Zeit ist gekommen, dass du umkehrst, dass du vor mir stehst, damit du vor mir stehst. Und dann musst du noch die wichtigen von unwichtigen Sachen trennen, absondern. Du musst dich noch mehr absondern und das ist die Heiligung, liebe Geschwister. Die Heiligung. Jeremia war nicht mal so, schau mal dein Leben, schauen wir mal aus unser Leben. Was haben wir überhaupt in unser Leben bis jetzt erreicht? Meine Güte, Jeremia, der große Prophet, musste noch umkehren. Der große Prophet musste sich noch absondern. Der große Prophet musste noch weiter in der Heiligung steigen. Und dann sagt der Herr, sollst du wie mein Mund sein. Wenn du weiter dich absonderst, wenn du die wichtigen von unwichtigen Sachen trennst, wenn du die gemeinen Sachen einfach absonderst, wenn du diese Sachen, wenn du das erkennst, die wichtigen, die noblen Sachen, die Sachen, die den Herrn erheben, die Dinge, die uns also zum Herrn bringen, wenn du das erkennst, wenn du das trennst, wenn du dich, dann bist du vor dem Herrn, dann werden wir vor dem Herrn stehen und wie sein Mund sein. Und der Herr sagte hier, sie sollen zu dir umkehren, du aber sollst nicht zu ihnen umkehren. Hast du nicht bemerkt, wenn du dich also vom Herrn trennst, bist du derjenige, der verändert wird. Verändert wie? Dass du dich, du wirst also wie die Welt. Nein! Nein! Wir sind diejenigen, die die Welt beeinflussen sollen. Die Welt soll uns nicht verändern. Nein, wir bringen die Veränderung. Wir kehren um zum Herrn, nicht zu den Leuten, die uns also nach unten bringen, liebe Geschwister. Oh, Joshua Mashiach, der große Prophet Jeremia, wenn der Herr sowas an Jeremia, von Jeremia verlangt. Wie ist das mit uns, lieber Geschwister? Wir leben in einer Welt, wo die Sünde herrscht. Wir leben in einer Welt, wo wir haben das Gefühl, wir haben keinen Einfluss mehr. Das Böse wird immer groß und groß und groß. Und dann, was passiert? Jammern. Oh Herr, ich bin nicht mehr so. Ich habe keine Kraft. Oh, ich leide. Oh, die Welt ist so. Oh, bla 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 bla. Aber Joshua sagt, kehrt um. Kehrt um. Zurück zu ihm. Zurück zum Wort. Zurück zu Joshua Mashiach, unser Herr und unser Elohim. Er ist bereit, uns alle zu befreien. Oh, Joshua. Und dann sagte, sollst du wie mein Mund sein. Sie sollen zu dir umkehren, du aber sollst nicht zu ihnen umkehren. Oh, Yahweh. Yahweh. Und Vers 20. Und ich werde dich für dieses Volk zu einer festen Ehrenmauer machen. Und sie werden gegen dich kämpfen, aber dich nicht überwältigen. Denn ich bin mit dir, um dich zu retten,
und dich zu befreien, spricht der Herr. Rukaba Sakara Mama. Jehoshua Mashiach ist für uns, er ist also auf unserer Seite. Aber wir müssen umkehren. Umkehren, damit wir in seiner Gegenwart bleiben. Liebe Geschwister, dieser Begriff, wenn der Herr sagt hier, dass du vor mir stehst, dass das auch vor mir, dass das im Gebet, dass wir beten, dass wir in seiner Gegenwart bleiben. Beten, Herr, beten, beten und nicht die ganze Zeit jammern, nicht die ganze Zeit also auf unsere Schwierigkeiten, nicht die ganze Zeit auf unsere Probleme, nicht die ganze Zeit auf unsere, die Sachen, die uns also nach unten immer bringen. Nein, nein, nein. Und wir sollen uns also noch vom Jehoshua Mashiach nähern, nähern. Je mehr wir uns also von ihm nähern, werden wir stärker. Wir werden die Kraft von Jehoshua Mashiach bekommen. Und er sagt ganz klar hier, Und ich werde dich für dieses Volk zu einer festen, ehernen Mauer machen. Rokalababa. Und sie werden gegen dich kämpfen, aber dich nicht überwältigen. Die werden kämpfen. Die kämpfen. Die bekämpfen uns. Aber die werden uns nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten. Oh, Yahweh, der Retter. Jehoshua Mashiach, der Retter, Roka Masakara Baba. Es ist so wunderbar, in seiner Gegenwart zu bleiben. Liebe Geschwister, der Herr will, dass wir beten, dass wir in seiner Gegenwart bleiben, dass wir uns also mehr und mehr nähern. Und Vers 21, und ich werde dich aus der Hand der Bösen befreien und dich aus der Faust der Gewalttätigen erlösen. Hey! Wenn der Herr sowas zu Jeremia sagt, Jeremia, der große Prophet, liebe Geschwister, wie ist das mit uns? Die Kämpfe, die wir immer verlieren, es ist einfach, weil wir so lange weit vom Herrn sind. Wir stehen nicht in seine Gegenwart. Aber der Herr sagte zu Jeremia, du kommst hier zu mir und sagt, ja, nie saß ich im Kreis der Schätzenden und war fröhlich. Wegen deiner Hand saß ich allein. Ja, er hat das gesagt. Er sagt sogar hier, ja, fanden sie sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Ja, ich habe dein Wort gegessen. Ich kenne dein Wort. Aber unser Herr sagt, wenn du umkehrst, will ich dich umkehren lassen. Lieber Geschwister, wir sollen wachsen, in seiner Gegenwart bleiben. Nicht nach links oder nach rechts gucken. Aber zum Herrn Jehoshua Mashiach. Was bringt uns überhaupt diese Welt, also diese Welt zu gewinnen, so viele Sachen von dieser Welt zu gewinnen und unsere Seele verlieren? Was? Wichtig ist also, dass wir dem Herrn dienen. Und das ist, was unser Herr von uns verlangt. Er sagt, er wird für uns kämpfen. Ja, er wird für uns kämpfen. Die werden gegen uns kämpfen. Er hat nicht gesagt, die werden uns nicht. Nein, sie werden dich kämpfen. Das heißt, die Kämpfe sind normal. Die werden uns bekämpfen. Die Bösen, die Hexen, die werden uns bekämpfen. Aber dich nicht überwältigen. Das ist, was unser Herr Jehoshua Mashiach sagt. Die Hexen, die bekämpfen uns, die schicken Leute, die schicken Sachen, die schicken, aber wenn wir in Gegenwart von dem Herrn, von Jehoshua Mashiach bleiben, die werden uns nicht überwältigen. Halleluja. Liebe Geschwister, ich wollte uns also alle hier ermutigen, dass wir umkehren, dass wir in Gegenwart vom Herrn stehen, dass wir ihm dienen, weiter dienen und dass wir einfach die Edeln von
und unedlen Sachen einfach trennen. Wie er hier sagt, edles vorbringst und nicht gemeines absonderst. Wir müssen uns also noch absondern, je mehr absondern. Halleluja. Und dann, wenn wir weiter mit dem Herrn gehen und der Herr will sich also in unser Leben richtig, werden wir also unser Herr preisen. Halleluja. Ich danke meinem Herrn Yehoshua Mashiach. Ich danke, Herr, für alles, was du in unser Leben tust. Herr, dein Wort ist wunderbar. Gib uns die Kraft, weiter mit dir zu gehen. Ich danke dir, Yehoshua Mashiach. Amen.